He's trapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. The keys, and then the gun. Yeah, the keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Get the gun, Clem. Always the gun. Get him! Get him! Grab it! Watch out! You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. That mean nothing. You gonna see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweet Pea. And now you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Können wir das echt von ihr verlangen? Können wir echt von ihr verlangen, dass sie uns erschießt? Wenn wir das von ihr verlangen, dann nur damit wir kein Walker werden, weil wir dieses Schicksal entgehen wollen. Sie verschwendet eine Kugel damit und sie muss den erschießen, den sie liebt. XL Rice schreibt nur Punkt, Punkt, Punkt. Amon ist flach. Hat er so geschrieben. Black schreibt nein. Einfach nein. Von Zunder kommt auch nur eine Kugelverschwendung. Es ist ein selbstsüchtiger Wunsch. Von ihr zu verlangen, dass sie uns erschießt, ist nichts als ein selbstsüchtiger Wunsch. Könnte man natürlich sagen, sie muss lernen, jemanden zu erschießen, notfalls, der ihr auch wichtig ist. Nicht nur Fremde, auch wichtige Menschen. Nur so wird sie überleben, aber können wir das von ihr verlangen? Amon, Anfrage vom Archivar der Hölle. Das müssen wir nicht von ihr verlangen. Die Kugel könnte sie noch brauchen, unser Ende ist klar. So wie es steht, sind wir keine Bedrohung. Aber man schreibt auch einfach nein. You can leave me. It's okay. You'll be just like them. It's okay. It won't be me.
Clem, it's time to go. You gotta get out of here. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Please. You have to go. Now. Maybe I shouldn't let you turn. I don't want you to have to do that. Save the bullet. I'm not going anywhere. You have to always think about what you might need later. Megan, first days we met, do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy Glenn, we met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to not come back as a walker. I couldn't bring myself to give her the gun. I didn't want to see death then, and I know we've seen so much of it, but you shouldn't have to see it now. I'll go. I'll leave you. I'll go as fast as I can. And as safe as you can. Always be safe. Find Omid and Krista. They're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. Keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also, What is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. The Walking Dead, eine Telltale Games Production. Basiert auf dem Comicbuch. Verzweiflung. Du und 71% der Spieler haben deinen Arm entfernt. Konsequenzen. Du und 25% der Spieler haben ruhig mit Kenny diskutiert. Wow, ernsthaft? So wenige nur? Du und 59% der Spieler haben nach etwas gegriffen. Du und 57% der Spieler haben Clem den Fremden töten lassen. Ich hätte ihn erwürgen müssen. Das hätte nicht sie übernehmen dürfen.
Du und 36% der Spieler haben Clem weggeschickt. Du hast deinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast deinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste. Er starb beim Versuch, Christa zu retten. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Du hast Lily zurückgehalten, als Kenny ihm den Kopf einschlug. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Du warst auf ihrer Seite, als Dinge verschwanden. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Du hast ihn von der Brücke gestoßen, um der Meute zu entkommen. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Ist Kenny echt tot? Ist Kenny echt tot? Du hast Ben verteidigt, als er des Diebstahls beschuldigt wurde. Du warst dafür, Ben aus der Gruppe zu werfen. Du ließ Ben vom Glockenturm stürzen. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Sie wurde von Lily getötet. Du hast ihr geholfen, auf den Zug zu kommen. Du hast ihr deinen Biss gezeigt. Du hast ihr und Omid gesagt, sie sollen dich am Zug treffen. Du hast sie und Omid gebeten, auf Clementine aufzupassen. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Du hast ihn erschossen, bevor er sich verwandeln konnte. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Anfrage vom Archivar der Hölle. Können wir eine Pause einlegen, bevor der Nachfolger angefangen wird? Ich weiß gar nicht, ob ich sofort mit dem Nachfolger weitermachen möchte. Ob ich das jetzt kann. Also eine Pause wird es definitiv geben. Wir können uns ja gleich mal überlegen, wie wir weiter vorgehen werden jetzt. Wow. Mir ist so warm. Und so eine Szene macht's nicht besser. Okay, das fünfte Kapitel ging deutlich kürzer als alle anderen davor. Kurz, knapp. Aber hatte alles drin, was es brauchte. Und Amon verteilt gerade Taschentücher. Black nimmt sich eins und dankt dafür. Jetzt habe ich euch den Sound gar nicht lauter gemacht, sorry. Tut mir sehr leid. Okay, also jetzt mal ganz ehrlich, das ganze Spiel bestand im Grunde nur aus Klischee-Szenen, also aus so storytechnisch gesehen, so ganz typischen Sachen. Ben, der vom Gefallenen zum Helden avanciert, der sich selber opfert, die verrückte Militärtussi, die irgendwann durchdreht, der aggressive,
der die Gruppe spaltet oder beziehungsweise immer wieder Konflikte auslöste. Die einzelnen Storylines. Aber Gott, war das gut erzählt. Gott, war das gut erzählt. X-Arise, die Atmosphäre am Ende hat er ihn trotzdem gepackt. Ja, hat sie, definitiv. Mal den Controller schon weg und dann sowas. X-Arise einfach nur ein Punch ins Face. Also, meine Bilanz des Spiels. Ich mache ja immer ein kleines Fazit. Wie gesagt, die einzelnen Storylines waren so ein bisschen klischeebehaftet. Die verrückte Familie, die krasse Sachen macht. Diese Gruppendynamik-Storyline, wo die Gruppe so zerbricht und so. Die ganzen kleinen Geschichten, die waren alle definitiv klischeebehaftet, da braucht man nicht drüber diskutieren. Wenn man sich ein bisschen mit Storytelling, Storyaufbau auskennt, wenn man Geschichten selber schreibt, so wie ich, dann sind das halt so die klassischen Kniffs und Tricks, hat man tausendmal gesehen. Macht sie an und für sich nicht schlechter. Wie gesagt, das hat The Walking Dead sehr gut gekonnt. In den einzelnen Episoden kleine Geschichten erzählen, die aber ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Das ist das, was mich bei The Wolf Among Us sehr gestört hat. Es ist eine große Geschichte erzählt geworden, die in den 5 Kapiteln sich nicht komplett hat tragen können. Da waren Sachen drin, die dann einfach zum Füllen der Handlung drin waren. Die hatten überhaupt keinerlei Bedeutung, hatten keinen Sinn. Das war... Da war keine Emotion, da war gar nichts. Das hat mich einfach nicht gekriegt. Und dieses Spiel... Es hat mich gekriegt, definitiv. Und wie es mich gekriegt hat. Die Grafik ist sicherlich nicht die beste. Performance-technisch ist es jetzt auch nicht eins der Top-Spiele. Also da wäre ich schon froh, wenn Telltale endlich mal ein bisschen ihre Spiele vernünftiger rausbringen würden. Auch jetzt das neue Batman war jetzt auch performance-technisch wieder eher ein bisschen gräulich. Aber dass sie Geschichten erzählen können, haben sie hier gezeigt. Und dass die Geschichte nicht am Ende nur eine Visual Novel ist, die ganze Zeit plappert und zwischendurch darf ich mal klicken, sondern dass die durchaus auch actionreich sein kann, dass die mich in den Bann zieht, dass ich gefordert bin und dass ich mich umschauen darf, dass ich in dieser Welt versinken darf. Das hat hier super funktioniert. Das ist alles in The Wolf Among Us nicht so schön gewesen. Insofern ist Walking Dead für mich auf jeden Fall pures Gold. Tausendmal besser als als The Wolf Among Us. Und ein richtig krasses Spiel. Aber hier endet es. Zumindest die 5. Episode. Die Haupthandlung. Es gibt noch das DLC. 400 Days. Ich glaube, das müssten wir jetzt aufrufen können. Ich will nochmal gucken. Können wir nochmal? Ja. Spezial, die 400 Tage. Aber die wird es auch entsprechend dann separat geben. Das DLC ist dann auch nochmal ein Extra in der Playlist. An der Stelle ist ein Folgenende, an der Stelle ist erstmal Schluss. Für die, die jetzt auf YouTube zuschauen. Für die, die jetzt auf YouTube zuschauen, wird es einfach am nächsten Tag mit den 400 Tagen weitergehen. Und wir hier im Twitch-Stream überlegen uns jetzt mal, was wir machen.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, soweit man Spaß haben kann bei so einem Ende. Und wünsche allen Cheerio. Oder wünsche allen Cheerio, genau. Nein. Wünsche allen noch einen schönen Abend. Cheerio. The king has left the building.